endlich ist es soweit. Diesen Sommer schliesse ich mein vierjähriges Studium am TDS zum Sozialdiakon und Gemeindeanimator am TDS ab. Parallel zu dem Studium durfte ich jetzt die letzten 3 Jahre lang bei der evangelischen Kirchgemeinde Altstetten als Jugendarbeiter angestellt sein. Während dieser Zeit durfte ich mich in vielen Bereichen weiterentwickeln, gerade auch in meinem persönlichen Glauben. Als vielseitiger Kreativling und Projektmanager mit einem grossen Anliegen für die biblische Botschaft würde ich mich jetzt neben dieser Anstellung in der Kirchgemeinde auch noch an einem anderen Ort engagieren. Wo mich Florina, eine Mitarbeiterin von Alphalife Schweiz, vor einem halben Jahr gefragt hat, was ich denn nach dem Sommer mache, hat sich für mich eine neue Tür zum Campus für Christus geöffnet. Ich durfte schnell herausfinden, dass mir diese Stelle als Projektleiter Alphalife Jugend sehr entspricht. Nach dem offiziellen Bewerbungsprozess habe ich den Zusag für die Stelle bekommen und ich freue mich jetzt riesig, ab September dürfen Jugendleiter aus der ganzen Schweiz durch Begleitung, Coaching, Vernetzung und Entwicklung der Alphalife-Ressourcen bei ihren Alphalife-Treffen zu unterstützen. Ich allein kann aber nicht viel ausrichten. Darum bin ich aktuell auf der Suche nach Missionspartner und Missionspartnerinnen, die mich finanziell und oder im Gebet unterstützen wollen. Campus für Christus ist eine von Spenden finanzierte Organisation. Darum wird der Lohn von jedem Mitarbeitenden durch eigene Missionspartner getragen. Als Missionspartnerin oder Missionspartner kommst du von mir regelmäßig Updates über, wahrscheinlich in Videoformat, zu der Arbeit, die ich mache und was uns bei Alphalife oder Campus für Christus allgemein gerade bewegt. Gemeinsam, also du, ich und die anderen Missionspartner unterstützen so Jugendliche in der ganzen Schweiz, dass sie Gott können entdecken und begegnen. Wenn da dein Interesse geweckt hat, dann melde dich doch bei mir und wir schreiben, telefonieren oder schwätzen sonst mal drüber.